Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks Replays zusammen mit mir, eurem Rio, und heute mit dem E50 auf der Map Minen. Gespielt vom Posty 666 aus dem Clan Avos. Und mega Matchmaking. Er hat hier echt mega Glück, ne? Also er ist Top Tier mit dem E50, kann man das auch richtig geil ausspielen. Als 9er Top-Tier. Und im Gegnerteam als Top-Tier ein D-54-1, ansonsten relativ gute Verteilung der Panzer, also da kann man nicht klagen, muss ich sagen. Da kann man nicht klagen, muss ich sagen. Der Rio ist heute wieder richtig auf Reim und Bude. Und er entscheidet sich hier in die Mitte zu fahren, auf den Hügel quasi, an der Steinge. Da fahren ja viele hin. Der Patten KR schießt ihm da einfach mal durch. Kann man mal machen. Toller Panzer. Ich glaube, den muss ich auch mal wieder fahren. Vielleicht bringe ich mal so eine Folge Premium Overhaul oder so. Und fahre nur Premium Panzer. Alle, die ich mal wieder habe. Wäre mal ein cooler Marathon, oder? Wäre tatsächlich mal ein cooler Marathon. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, umso länger ich darüber nachdenke. Naja, egal. So, wieder ein Bouncer vom Jagdpanther. Und dem hat er gleich einen mitgegeben. Ansonsten haben sie selber den Hügel erobert. Nochmal nachgesetzt auf den Jagdpanther. Der ist also nahezu raus. Kann hier wirklich ziemlich frei schießen. Der Posty. Und das war ein Jagdpanther. Der Rheinwetter hat den rausgenommen. Steht gerade 4:3. Oh, ist offen. Offen ist er. Sag mal, IS-3 steht unten. Type 59 ist da relativ weit vorgefahren schon. Also irgendwie sind die Gegner extrem in der Defensive. Ich muss sagen, das ist vom einen Team durchaus gut umgesetzt hier. Und kriegt den rein. Ah, daneben geschossen. Das war kein guter Schuss. Kein so guter Schuss gewesen. Schauen wir mal. Kommt er. Ja, das war wiederum ein guter Treffer. T26E4 überlebt da auch relativ lange. Es gibt keine Arti in irgendeinem Team. Der Posty kann hier einfach mega viel Schaden anrichten. Kriegt da vom T69. Allerdings nicht wirklich viel Schaden. Nur die Kette. Ah ja, Schokolade mit dabei, sehe ich gerade übrigens. Tschüss. Premium-User. Nee, Schokolade ist cool. Benutze ich auch ab und zu. Aber nicht auf dem E50. Wobei der es gebraucht hätte. Ich kann mit dem E50 übrigens nicht so zurecht, muss ich sagen. Ja? E50M besser, E50. Weiß auch nicht warum. Ist ein Panzer gewesen, der mir nicht besonders viel Glück brachte. Da wartet er jetzt extra, weil er nämlich nicht an den Weakspot kommt. Wobei er vielleicht sogar da am Dach durchgekommen wäre, da wo er hingezielt hatte. Man muss nicht unbedingt, glaube ich, auf die linke Seite schießen. So, 5:5 steht es gerade. Relativ zähes Spiel. Die Gegner verkämpfen sich hart in der eigenen Basis. Bleibt ihnen auch nicht allzu viel übrig. Oh, kommt er ran? Ja, der kam durch. Nice. So, der FV ist allerdings Geschichte. Autsch. Das war ein Hit vom T69. Das war noch ein Hit vom T69, der scheinbar keine große Kanone drauf hat, weil der macht nicht viel Schaden. Das sind wie Mückenstiche, die da gerade reinprasseln. Oh, ihr ist... Ja, da kommt er nicht durch, das ist klar. Vielleicht lieber mal oben am Deckel schießen. Oben auf den Deckel von IS. Kannst du durchaus mal. Wobei der Winkel da nicht so geil ist, aber geht trotzdem. Ja, typisches Minen-Match. Aber man muss dazu sagen, die Gegner haben da nicht wirklich viel andere Möglichkeiten jetzt gehabt. Wobei sie jetzt eigentlich entweder über rechts oder über links könnten sie ordentlich pushen. Wenn sich da jemand... Fiagler impotent, lol. Wenn sich da irgendjemand mal sammeln würde. Den Hügel halten sie immer noch. Der Pershing ist allerdings nur noch ein Schatten seiner selbst mit 155 Strukturpunkten. Wie viel hat der T69? 28% noch, 366. Ist also auch nicht mehr allzu frisch. Ein Hit vom Rheinmetall Borsig oder Sturen Emil, dem Stemil. Und der ist auch Geschichte. So. Posty entscheidet sich jetzt auf den Hügel hochzufahren scheinbar.
Der T-54-1. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Spielt aber hier eher die One-Man-Army und fährt da alleine auf die Seite. Der kann nämlich dem eigenen Team da echt gut in den Rücken fallen. Centurion kriegt er vermutlich sogar raus. Von da dürfte der Rheinmetall nicht auf ihn schießen können. Wenn der T-28-Konzept sich da jetzt blöd anstellt, dann kann der T-54 den auch rausnehmen. Naja, schauen wir mal, was da drüben passiert. Wir beobachten das mal weiter. Post jetzt hier, wie gesagt, in der Mitte der Karte auf dem Hügel. 6:9 steht das mittlerweile. Oh, da habe ich aber einiges verpasst. Krasser Nachteil jetzt für das eigene Team. Sah am Anfang gar nicht mal so schlecht aus, aber Minen ist da halt echt tückisch. Auch wenn man die Mitte der Karte hat, ist ja eigentlich schon eine mächtige Position. Dann kann es durchaus trotzdem noch Probleme geben, wenn die Gegner sich so hart hinten verkämpfen. Und ich meine, wenn wir uns das mal angucken, dann steht da ein T69, eine ISO, ein Rheinmetall Borsig, ein Stemi, ein T26 E4. Der T54-1 hat jetzt tatsächlich, glaube ich, den Centurion rausgenommen. Ja, hat er. IS-3 nimmt einen T69 raus, steht der 6:9. Krass. Krass im Nachteil sind sie jetzt. Dabei haben sie in der Mitte wirklich ziemlich viel Druck gemacht. Relativ aggressiv nach vorne gefahren. Oh, das war ein wichtiger Abschuss. T28-HT10 nimmt den T54-1 raus. Das war auch ein wichtiger Abschuss. Das war der Rheinmetall Borsig. Richtig schnell geschossen. Das war ein geiler Reflexschuss. Kann man nicht anders sagen. Und schöner Schuss auf den IS-3. Lebt da auch nochmal mit 3%. Eigentlich schon fast ein Untoter. Und bam, raus mit dem IS-3. Da hat er nicht aufgepasst. Hat er wahrscheinlich Angst gehabt vom T28-HT10. 9:12 steht es allerdings trotzdem noch. Also gerade gefühlt für jeden Abschuss, den das eigene Team macht, macht das Gegnerteam auch einen. Aber dass der Rheinmetall da raus ist, das war auf jeden Fall schon mal wichtig. Denn der kann natürlich relativ böse sein, wenn der da im Cap steht. Oh, schöner Schuss auf den T69. Und die Gegner machen jetzt allerdings echt Druck. Die haben beide noch 100%. Das muss man sich mal geben, ey. Das war wirklich Camping Deluxe, dass sie da mit 100% noch überleben. Beziehungsweise, dass sie da mit 100% einfach mal das Spiel verbringen. Ja, da ist er leider hinten durchgekommen. Und er kommt nicht mehr ran. Das war also alles andere als mega geil. Super geil. Er hat jetzt nur noch den Rheinmetall als Verbündeten. Der T26 E4 ist glücklicherweise auch nicht mehr allzu frisch. Der könnte also eventuell... Oh, wo kommt der denn her? Ist da einer über die 1A2er gefahren? Von dem Winkel? Ja, das war halt so rauszufahren, ich weiß nicht. Man kann mit dem Sidescrapen, aber das ist jetzt nicht immer unbedingt... Vor allem mit dem Winkel. Ich weiß nicht, ob das da... Oh, ja, nice getrackt. Sehr, sehr gut. Ah, er hat repariert. Na klar, der hat noch keinen Schaden bekommen. Warum soll der noch sein Rap-Kit nicht verbraucht haben? Warum soll der denn sein Rap-Kit schon verbraucht haben? So wäre es richtig. Ja, das war viel zu spät. Den Reflex, den er vorhin hatte, das hat er jetzt gerade gemisst. Das war gerade mehr so ein Opa-Schuss. Oh, der ist schon weg. Ich schieße trotzdem nochmal dahin. Butterfahrt. So. Su-101 könnte jetzt rausgenommen werden, allerdings auch der Medium. Er weiß jetzt gerade nicht so richtig, was er tun soll, fährt doch lieber mal zurück. So, das war mal ein Rheinmetall, schade drum. Wir haben da noch einen 20%igen Su, eine 20%ige Su stehen. Oh, schöner Schuss, die jetzt raus ist. Ansonsten hatten wir da noch den T26-4, der wäre auch so um die 20%. Allerdings war die Isu noch voll. Und die kann durchaus wehtun. Wenn er gegen die ISO Sidescrap, wenn die eine HE-Knifte hat, dann weiß ich nicht. Wenn wir mal schauen, was dann passiert. Es könnte nämlich ein bisschen schwierig sein, wenn die auf die weiche Stelle rechts haut und er das Sidescrapt. Sind wir mal gespannt, wie er sich da verhält. Steht jetzt 13:14. 10 Minuten des Matches sind um. Er hat hier 6 Abschüsse, hat wirklich schon eine ganze Menge in das Spiel werfen können. Also sein Top-Tier-Status hier hervorragend ausgespielt, kann man nicht anders sagen. Allerdings muss er es noch mit einem Stemil aufnehmen und mit einer vollen ISO.
Da ist die volle Isu. Die allerdings ein bisschen schlecht fährt gerade. Irgendwie weiß ich auch nicht. Die denkt scheinbar immer noch, dass er da oben gewesen ist. Oder dass er da oben wäre. Au, das war der Stehmil. Und der tut weh. Der kann wehtun. Und jetzt ist er in der Position, dass durchaus sein kann, wenn die da die HE-Knifte hat. Hat sie nicht. Aber auch mit der Knifte. Oh, das kann wirklich wehtun. Wenn die ISO da richtig gut trifft. Und schön Roll macht. Ja, er versucht hier zu sidescrapen. Aber, Junge, der hat da halt echt Durchschlag. Die ISO hat halt mit der großen Knifte wirklich Durchschlag. Weiß, viele spielen die ISO nicht unbedingt mit der. Gibt da viele, die weiterhin mit der HE-Knifte spielen, so wie auch den, den 7er. Aber zu unterschätzen ist die große Kanone auf dem Ding auf jeden Fall nicht. Er fährt jetzt hier andere Seite rum. Das ist der Stehmil. Schöner Schuss. Beim sturen Emil hat er zum Glück den Vorteil, dass er ihn nur zweimal treffen muss, bevor er ihn rausnimmt. Und dann könnte er sich vollends auf die ISO konzentrieren. Ah, das ist ein Todestanz hier gerade. Das ist nicht einfach. Also jetzt ist die Frage, lässt man sich droppen oder nicht? Bleibt man hier oben, versucht den Hügel zu verteidigen oder nicht? Schwierige Frage. Ich weiß auch nicht, wie ich mich entscheiden würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch versuchen, oben zu bleiben. Um zu gucken, was ich machen kann. Finde die Entscheidung aber hier eigentlich sogar ganz richtig. Ich glaube, damit rechnen die beiden jetzt nicht. Entweder fährt einer, die sind so ungeduldig und warten, bis der da rauskommt. Oder sie fahren ihm hinterher. Selbst der doch gute Spieler rechnen vermutlich schon damit, dass er von der Seite kommt. Aber es kann ja beides passieren. Es kann ja trotzdem sein, dass er von oben kommt oder von der Seite jetzt. Selbst ein guter Spieler. Ah, das war jetzt natürlich doof. Die ISO hat ihn direkt aufgemacht. Fährt jetzt selbst oben rauf. Die ISU ist auch nicht mehr so betucht. 22% noch. Das ist der Stehmil. Nice. Schön rausgenommen. Gut erwartet, dass der Stehmil da vielleicht noch steht. Ich sag's euch jetzt am Ende. Bouncer von der ISU und der Posti nimmt die ISU dann raus. Das wäre doch mal ein Finale, oder? Das wäre ein Herzschlagfinale. 2 Minuten noch. Jetzt die Frage, Posti, ne? Rechts oder links? Rechts oder links? Oh, my lord. Da hat er Glück gehabt. Nicht mit dem Arsch zurück. Nicht mit dem Arsch zurück. Nein, ich sag doch nicht mit dem Arsch zurück. Mal gucken, ob er die ISO da ausspielen kann. Die ISO guckt jetzt natürlich in die Richtung, erwartet, dass er von da kommt. Vielleicht dauert sie aber zu lange. Oder, ja, was macht er jetzt? Er täuscht an, dass er nach rechts fährt, fährt aber doch woanders hin. Oh, schön gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass die ISO dann vorfährt. Krass. Ja, das war's für das Replay oder vom Replay für heute. Nettes Spiel gewesen mit dem E50, kann man nicht anders sagen. Hat er noch die ISO dann rausgenommen, hat die beiden TDs ordentlich ausgespielt. War ein Spiel mit dem Feuer. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt natürlich noch die Postgame-Starts an. Bis gleich. So, da der das ursprünglich nicht richtig aufgenommen hat, sondern der schwarze Bildschirm war, machen wir das Ganze einfach nochmal. Die Auswertung zum E50-Spiel, was ihr eben gesehen habt, das war, also gespielt von Posti666, das war ein Panzerass, ein Hand of God, ein Bruiser, ein Duelisten, 5 Perfekten, Raid Walters, Madeline, Steel One, High Caliber und eine Top Gun. Im Teamscore, wenn wir uns mal den Schaden angucken, hat er 3-mal so viel Schaden wie der Zweitplatzierte. Dann kommt der T28 Concept, dann der FV. Im gegenüberliegenden Team ist der T54-1 seines Zeichens nach Topscorer bzw. derjenige mit dem meisten Schaden. Also im Prinzip kann man sagen, dass die beiden Neuner hier extremst viel für das Spiel beigetragen haben, für ihr jeweiliges Team. Ja, für den Posti ging es aber hier am Ende dann eben noch ein Stück besser aus und konnte noch 1000 Schaden mehr machen als der T54E1 und hat dadurch 1641 Basiserfahrung bekommen. Im Detailed Report 28 Schuss abgegeben, 23 sind angekommen, 22 sind durchgekommen.
Damage Block bei Armor 1340, finde ich ist okay, aber ja, eigentlich würde ich rein vom Panzerungswert her oder gerade auch mit diesem Match vom E50 mehr erwarten, aber ich habe genau die gleichen Probleme mit dem irgendwie was abzuprallen, also irgendwie fällt mir das auch nicht besonders leicht. Ja, ansonsten 28.104 Credits received mit Premium-Wert 102.156 gewesen und nach Rapsogala-Kosten 22.659 und hier ebenfalls bei Premium wären es 56.711 gewesen. Ja, am Spielende nach dem Doppel 3.282 Erfahrungspunkte gehen da aufs Konto und 164 freie Erfahrungen mit Premium wären das 4.924 gewesen und 246 freie Erfahrung. Ja, so viel zu diesem Match. Schnell mal eben den Scoreboard nach aufgenommen. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist und ja, wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Rio. Ciao.